Herzlich willkommen zu diesem neuen Special 2 Folge. Und heute gucken wir uns den Platsch SE an. Es sollte der Platsch SE sein. Das letzte Mal, wo ich ein Video zu einer bestimmten Waffe gemacht habe, war glaube ich der Platscher dran. Und ja, deshalb Platsch SE. Ja, sehr hohe Reichweite. Die höchste Reichweite von normal feuernden Waffen. Feuerkraft wenig und Feuerrate auch wenig. Sehen können, der Waffe ist die Insta-Bombe, Spezialwaffe der Hochdruckverunreiniger. Und ich würde sagen, ja, starten wir auch schon in die erste Runde mit dieser wunderschönen Waffe. Ich würde sagen, wir sehen uns sofort. Ja, herzlich willkommen. Ja, muss ich gar nicht mehr sagen, fällt mir gerade ein. Denn die Folge hat ja schon gestartet. Ich hoffe, es gibt keine Lags oder so, weil ich gerade noch ein Video hochlade währenddessen. Aber Internet-Lags sollte es ja sowieso nicht geben, da gutes WLAN und so, ne? Das habe ich nämlich, glaube ich, früher auch schon mal ein Video hochgeladen, während ich ein weiteres aufgenommen habe. Und da hatte ich schlechtes WLAN, also soll es mit gutem erst recht klappen. Na? Und was willst du machen? Eben nicht, kann es nicht viel machen. So. Danke, dass ich den auch noch holen konnte. Ich weiß, ich hätte zwischendrin den Strahl unterbrechen sollen und kurz in die Tintenform gehen sollen und dann auf die Seite, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Hey. Warte, wenn hier jemand hochkommt, ist er auf jeden Fall tot. Hallo. Ich habe das Gefühl, dass man von hier nicht die beste. Also eigentlich hat die Waffe ja. Eine Ultra-Reichweite, aber man darf sie auch nicht überschätzen, die Reichweite. Weil das bedeutet den Tod. So. Und da, oh lol. Da muss ich jetzt ganz kurz meine Tinte aufladen, deshalb war ich doch kurz in der Tinte. Man kann noch mal gar keinen erwischen. Wieso auch nicht? Okay, upsala. Ich muss vorsichtig sein mit dem Kabel, weil ich habe hier neben mir noch einen Teller stehen. Moment. Dich habe ich. Wieso snipst du nicht den Typen, der direkt neben dir ist? Weil der nichts macht. Okay, ist auf jeden Fall logisch. Ich hoffe, Choro killt den Sniper. Danke, Blaster. Ja. Geil. Das war doch das, worauf ich gerade Bock hatte. Auf einen richtig nervigen Blaster, der von hinten kommt. Ah, Gott. Naja, dann wird's doch noch verloren. Vermute ich mal. Oh, trotzdem doch gewonnen. Okay. Soll mir recht sein. Ja gut, dann eventuell, also ja, wahrscheinlich streame ich gerade eben, wenn das Video hochgeladen wird, streame ich wahrscheinlich entweder Odyssey oder Splatoon. Ja, welches Spiel ich streame, das habe ich auf Discord wahrscheinlich gefragt, welches Spiel ich streamen soll. Naja, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, in der nächsten Runde, auf der nächsten Map. Ich verstehe es nicht, manchmal kommen die Nachrichten, manchmal nicht, obwohl es nichts Besonderes ist. Oder ist jetzt auf einmal was Besonderes? Nein! Manchmal kommen die Nachrichten nochmal neu, manchmal kommen sie nicht neu, obwohl jetzt nichts Besonderes bei den Nachrichten ist. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Ja, das ist auf die Tümmlerkuppel. Und mal sehen, was ich diesmal so anstellen kann in der Runde. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade eben oder gerade gestreamt habe. Ich denke aber, ich werde zum Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, werde ich immer noch streamen, sehr wahrscheinlich. Weiß ich nicht, ob ich
Hä? What the fuck? Unter mir war gar nicht richtig Tinte. Also ein bisschen ja, aber nicht richtig. Hä? Wie ich das Spiel manchmal einfach nicht verstehe. Ich spiele immer so unlogisch. Ah, danke. Fuck. Oh Gott. Ah, Regen. Fuck mich ab. Oh Gott, Blaster. Wieso gibst du mir denn jetzt einen Direct Hit? Mann! Weißt du, ich hasse das. Statt dass du die anderen anschießt, schießt er mich an, obwohl ich hinter den anderen bin. Oh Gott, kotzt mich das manchmal an. Ja, Blaster. Ich hab. Hier, ich kann es bitte kaputt gehen, danke. Oh Gott. Regen. Fuck doch nicht ab. Mann. Mich verarschen. Das ist so die, das ist die größte Verarsche, die es gibt. Ich habe eine höhere Reichweite als du, Arschloch. Mann, ich bin richtig schlecht gelaunt jetzt. Von dem Typen. Junge, fuck der ab. Ich habe keine Tinte halt gehabt. Drecksblase, wie ich ihn hasse. Ich hasse ihn. Gott, macht er mich gerade wütend. Hm? Hast du auch mal Angst? Hm? Möchtest du nicht. Möchtest du vielleicht dich nicht mal verpissen? Hm? 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 Da habe ich ja keine Chance, wenn ich keine Tinte mehr habe. Mein Team macht doch nichts gegen den. Nein, wird mein Team einfach nur verreckt. Gott, und ich spiele so scheiße. Hä? Jetzt hat er. Nee. Ich war jetzt gerade so nah an ihm dran. Er hätte mich gar nicht treffen können. Er hätte mich halt echt nicht treffen können. Ich war gerade so nah an ihm dran. Er hätte mich in keiner Welt treffen können, gerade. Das kotzt so an. Du hättest mich nicht treffen können. Hilfe. Hä? Ja, mein Team war richtig gut. Null Kills, null Kills. Geil. Ich und der andere hatten 3 Kills. Das war auch scheiße, aber die anderen waren noch schlechter. Oh Gott. Naja, wir sind's gleich in der dritten Runde. Ja, das ist auf dem Camp Schützenfisch. So. Ach. Da habe ich eigentlich gute Chancen. Ja, außer ist wieder so ein Sniper dabei, der mich wegsniped die ganze Zeit. Ja, das ist einer. Oh Gott. Statt das jetzt. Das hätte jetzt auch wirklich mein Kill mal sein können. Ich habe hier immer noch, kann man hier rüber? Nein, kann man definitiv nicht. Okay. Ja. Ja. Da wollte ich jetzt weg, aber es war eine dumme Idee. Ich hätte versuchen sollen zu kämpfen. Warte, wenn ich jetzt mein Ulti bekomme. Die Ulti ist, glaube ich, auf der Map relativ stark. Weil sie auch an manchen Stellen nicht wirklich breit ist, aber dafür sehr lang. Und wer kommt da jetzt schon wieder durch?
Was ist euer Problem? Was wollt ihr machen? Komm, ich krieg dich. Was für eine Verarsche schon wieder. Komm. Danke. Und da kommt hier wieder ein Gegner durch, gell? Kommt ein Gegner durch oder nicht? Na egal, ich geh jetzt mal hier hoch. Färb hier mal wieder um ein bisschen. Keinen Bock habe, dass das hier alles von den Gegnern eingefärbt ist und für deshalb ja weniger Punkte haben. So. Tja. Geil, dass ich dem Typen Schaden gemacht habe, aber ihn nicht gekillt habe. Oh Gott, Regen. Nope. Naja. So, dann. Ja, haben wir nicht gewonnen. Schade, schade. Weh, wenn man Teammate schon wieder so wenig Kills hatte. Das ist. Dann ist es so lächerlich. Ich weiß nicht. Manchmal hat man einfach so richtig, richtig schlechte Mates. Wie eine Runde davor. Da war ich zwar auch scheiße. Ja, muss man auch schon wieder scheiß Mates. 0 Kills. 2 Kills, 3 Kills. Und ich hatte 9. Ah, zumindest hat er mit 0 Kills ein bisschen was eingefärbt, aber der mit 2 war wirklich nicht gut. Na ja, gut. Okay, dann würde ich sagen, ja, sehen uns gleich in der letzten Runde. So. Ja. Sind wir auf dem Camp Schützenfisch? Ach. Und noch jemand hat den Platscher. Färbe ich ihn mal ausnahmsweise hier ein bisschen ein. Obwohl ich nicht weiß, ob es mehr, es war wahrscheinlich mehr so mit dem Platscher, Platscher SE halt, jetzt ein bisschen hier da lang zu pushen, sag ich mal. So. Hallo? Naja. Den habe ich. Ach so, lol. Na gut, jetzt ist auf jeden Fall down. Ja, ich habe meine Ulti bewusst nicht eingesetzt. Also ich wusste, dass ich sie habe, aber dachte mir, dass es keinen Sinn macht, sie einzusetzen. Sondern ich wollte eigentlich, ja, ich wollte erstmal ein bisschen hier den Gegnern Druck machen. Und, boah. Gegner killen halt. So, aber jetzt kann ich dann gleich mein Ulti einsetzen. Um den hier zu töten. Ach Gott, ich hasse es. Ich habe schon wieder richtig viele Hits gegeben und nur nicht getötet. Aber viele Hits gegeben. Ich brauche immer richtig viele Hits, aber ich töte die nie. Den habe ich im letzten Moment noch gesehen, aber irgendwie, keine Ahnung, nicht richtig reagiert. Können wir jetzt bitte langsam mal da hoch? Ja, danke. Also. Dann, wenn man euch unter die Arme greifen muss, dann mache ich das auch. Naja, zumindest habe ich es jetzt halt gerade eben gemacht. Ups, oder? Komm, lauf mich zu, danke. Danke. So. Und ja, ich benutze mein Ulti wieder bewusst nicht, weil ich jetzt hier nämlich so vorpushen möchte.
Und ja. Wieso laufe ich, push ich eigentlich nicht hier vor? Oh, zwei Leute. Na geil. Den einen hätte ich wahrscheinlich bekommen. Ich hätte auch die Insta-Bomben werfen können, dann hätte ich, also, wäre es nur einer, dann hätte ich ihn gekillt, weil ich habe ja drei Hits verteilt. Vier Hits? Ich weiß gerade gar nicht. Aber hätte ich die Insta-Bomben noch geworfen, hätte ich auf jeden Fall noch einen gekillt. Egal. Joa, lief trotzdem ganz gut die letzte Runde. Vier Kills auch wieder. Ja, war ganz gut. Okay, die Gegner haben alle richtig wenig eingefärbt. Ja, okay, dann, joa, würde ich sagen, war es das mit dieser Runde. Wie gesagt, ihr meldet euch für mich gerade eben noch Splatoon. Oder halt auch eben nicht. Sondern, ja, Odyssey, keine Ahnung. Okay, habt noch einen schönen Tag, macht's gut. Bis zur nächsten Folge und ciao.